Hi, ich bin Timon, Bundessprecher der Grünen Jugend und heute sprechen wir über die Legalisierung, die in Deutschland hoffentlich ganz bald kommt. Ich vertrete die Grünen Jugend nach außen, also wir machen die ganze Pressearbeit und sind quasi das, was bei anderen Jugendorganisationen Vorsitzende sind. Und genau, wir haben 20.000 Mitglieder und versuchen natürlich jetzt auch bei Koalitions- und Sondierungsgesprächen Einfluss zu nehmen und ein paar Grüne Jugendideen durchzubringen. Also die Grüne Jugend ist jetzt 27 Mal im Bundestag vertreten. Das ist schon so ein Fünftel von der ganzen Bundestagsfraktion. Also junge Leute haben jetzt auf jeden Fall ganz schön Einfluss bei den Grünen. Also ganz konkret haben zum Beispiel die Grünen das Cannabis-Kontrollgesetz vorgeschlagen. Das kann man eigentlich aus der Schublade holen und in ein paar Wochen beschließen. Ich hoffe, dass es auch so ist. Darin wäre der Besitz von 30 Gramm Cannabis erlaubt, was man in einem lizenzierten Shop bekommt. Also ich würde sagen, ein bisschen wie diese Coffeeshops eigentlich in den Niederlanden. Zusätzlich soll auch der Eigenanbau von 3 Pflanzen erlaubt sein. Und dass es zum Beispiel weitere Regeln drumherum gibt. Also dass es Beratung gibt, dass es eine Qualität gibt, die halt staatlich garantiert wird. Also aktuell ist ja auch das Problem, man kennt das vielleicht, wenn man irgendwie mal Gras im Park kauft oder so. Keine Ahnung, wie viel THC da drin ist. Keine Ahnung, was das für eine Sorte ist. Immer Haze angeblich. Und dass man dann aber eben garantiert kriegt, dass es die Sorte mit dem THC-Gehalt oder mit einem anderen Stoffgehalt noch. Und dass man dann eben genau weiß, was konsumiere ich da eigentlich. Und genau, das ist, glaube ich, eine Regelung, die schon einiges verbessern würden. Also solche Lizenzen könnte eigentlich grundsätzlich jeder erstmal bekommen. Dafür gibt es aber natürlich so ein paar Regelungen, die geführt werden müssen. Also zum Beispiel, dass die Leute, die da arbeiten, Schulungen bekommen, gerade in dem Bereich der Suchtprävention, dass die auch solche Beratungsgespräche führen können und über Risiken aufklären können. Aber grundsätzlich könnte dann eigentlich jeder kleinere Shops gründen, wenn man dann eben diese Regeln einhält. Und dann ist es quasi, glaube ich, ähnlich wie in den Niederlanden eigentlich. Also wenn man Cannabis endlich legalisiert, dann muss der Preis ja auf jeden Fall ungefähr so teuer sein wie aktuell der Schwarzmarktpreis, also keine Ahnung, Gramm, 10 Euro, weil sonst kaufen die Leute es ja halt weiter auf dem Schwarzmarkt und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch okay, wenn der Preis ungefähr so hoch ist, weil die Leute ja wissen, was sie dann dafür einen Stoff kriegen und eine bessere Ware und dann ist man, glaube ich, auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen, aber ungefähr mit den Steuern und Produktionspreisen muss auf jeden Fall der Preis so bei 10 Euro pro Gramm liegen. Ich glaube, beim Konsum von Cannabis, wenn man das hier freigibt, sollte es auch ein paar Regeln geben. Zum Beispiel, dass man nicht so an Schulen oder an Kitas irgendwie kiffen darf oder generell nicht vor Kindern oder auch generell, wenn Kinder einfach anwesend sind, im Auto, zu Hause, whatever. Also da muss man, glaube ich, schon ein paar Regeln setzen, damit man halt junge Leute davor schützt. Klar, da gibt es einen gewissen Drogentourismus an den Grenzbereichen zu Polen oder zu Österreich. Die Niederlande profitieren da ja gerade touristisch auch so ein bisschen von. Aber im besten Fall wäre es natürlich so, dass andere Länder auch nachziehen. Und Deutschland hat schon einen großen Einfluss in Europa, in der ganzen Welt. Und wenn Deutschland sich endlich positive Beispiele als Vorbilder nehmen würde, zum Beispiel Uruguay, zum Beispiel Portugal, dann nehmen sich vielleicht andere Länder bald an Deutschland ein Vorbild. Und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Schritt, wenn dann halt vielleicht bald die Legalisierung in ganz Europa da ist. Also klar muss auf jeden Fall sein, dass Drogen im Straßenverkehr nichts zu suchen haben. Aber die aktuellen Grenzwerte, wenn man sich das mal nach medizinischen Fakten anschaut, die sind halt völlig an den Haaren herbeigezogen. Und das muss auf jeden Fall auf ein Maß geregelt werden, dass nicht irgendwie der Konsum von vor 2, 3, 4 Tagen eine Rolle spielt, sondern dass es dann ein Fahrverbot gibt, wenn man halt wirklich eine aktive Gefahr für den Straßenverkehr bildet. Deswegen müssen die Grenzwerte für den Autoverkehr auf jeden Fall hoch, aber nicht zu hoch, weil klar ist, mit Kiffen soll man nicht Auto fahren, sondern zu Hause auf dem Sofa chillen. Also wie man mit so einer Amnestie umgeht, da hat sich, glaube ich, keiner noch so richtig Gedanken zugemacht. Finde ich aber eine spannende Frage. Es ist ja völlig irrsinnig, dass aktuell Leute mit ein paar Gramm irgendwo von der Polizei aufgegabelt werden und dafür halt irgendwie in den Knast kommen sollen. Da muss sich auf jeden Fall was ändern. Aber mit der Legalisierung kann man ja auch langfristig schon mal echt viel verbessern. Völlig absurd. In Deutschland gibt es ungefähr 1000 Anzeigen von der Polizei pro Tag in so Drogendelikten. Und da fragt man sich ja schon ein bisschen, ob die Polizei nicht irgendwie eigentlich bessere Aufgaben zu tun hat. Ich meine, in Deutschland laufen 500 Neonazis, Gewaltbereite, so einfach so rum, die per Haftbefehl gesucht werden. Und die Polizei schafft es nicht, die zu fassen. Und gleichzeitig schafft es die Polizei aber, halt so kleine Kiffer aus dem Park irgendwie zu drangsalieren. Und das sind halt eigentlich total die Scheißzustände, die wir ändern müssen. Ich glaube, die Polizei und Konservative sind da so gegen so eine Legalisierung, weil die sich diese andere Welt nicht so gut vorstellen können. Das sind so konservative Reflexe. Aber wenn man sich mal die Länder anschaut, wie Portugal, dass man da diesen Weg der Legalisierung gegangen ist, da sagen ja auch konservative Kräfte, auch die Polizei immer, dass das total der Erfolg war. Kanada hat das jetzt ja zuletzt gemacht und da sagen sogar die konservativen Regierungen mittlerweile, doch, das war ein sinnvoller Schritt und das drehen die auch nicht mehr zurück. Und ich glaube, man wird die davon überzeugen, dass es der richtige Weg ist, wenn man sich die anderen Länder anschaut, aber auch wenn man hier den Weg der Legalisierung geht, weil das bringt im Bereich von Jugendschutz, von Gesundheitsschutz und vielen anderen Bereichen krasse Vorteile.
Ja, allein die Cannabis-Legalisierung kann, wenn man so an Geld denkt, einen Riesenvorteil bringen. Das Cannabis-Kontrollgesetz von den Grünen zum Beispiel geht davon aus, dass man bis zu 2 Milliarden Euro auf der Einnahmenseite generieren kann, durch neue Arbeitsplätze, durch Steuern. Und auf der anderen Seite auch noch 2 Milliarden Euro einsparen kann bei Polizei und Justiz und diese ganzen absurden Anzeigen, die da geschaltet werden. Und das ist natürlich eine Menge Geld, mit dem man zum Beispiel Sucht- und Präventionsarbeit krass voranbringen kann. In den Schulen vernünftige Gespräche und nicht einfach die Polizei dahin zu schicken, was so völlig absurd ist. Vielleicht kennen das einige, diese Gespräche. Aber natürlich auch in dem ganzen gesundheitlichen Bereich kann man total viel machen. Also eine aufsuchende Sozialarbeit, die wirklich, keine Ahnung, zu den Kids im Park geht, aber auch zu den Leuten, die halt richtig große Probleme haben und denen halt über die Gefahren halt aufklärt und guckt, dass es halt irgendwie kein großes Problem wird. Also ich bin mir relativ sicher, dass die nächste Bundesregierung auf jeden Fall die Cannabis-Legalisierung beschließen wird. Die Grünen sind ganz klar dafür, die FDP eigentlich auch. Und selbst bei der SPD gibt es mittlerweile sehr viele Stimmen und auch zumindest den Weg der Entkriminalisierung, den man da mitgehen will. Ich glaube, irgendwann im Verlauf der Koalitionsverhandlungen wird es auf jeden Fall klar beschlossen werden, dass man diesen Weg gehen wird. Wann, muss man mal noch mal ein bisschen abwarten. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass es in den nächsten paar Jahren kommen wird. Und das ist auch gut so. Also die nächste Bundesregierung will bis vor Weihnachten quasi stehen und dann auch den Koalitionsvertrag durchhaben. Ich glaube, bis dahin wissen wir auch, was die machen wollen oder was sie nicht machen wollen. Und dann muss man mal gucken. Ich glaube nicht, dass das eins der allerersten Gesetzesvorhaben sein wird, auch wenn man halt, wie gesagt, das Cannabis-Kontrollgesetz eigentlich aus der Schublade holen kann und beschließen kann. Und dann wird das, denke ich mal, in der nächsten Zeit irgendwann kommen. Dann muss man das Gesetz nochmal einbringen. Gibt es eine erste und eine zweite Beratung? Gibt es ja noch so Ausschüsse, die sich damit auseinandersetzen? Möglicherweise den Bundesrat, der sich noch beschließen wird. Aber ich denke mal, in so 1-2 Jahren könnte es auf jeden Fall schon so weit sein, dass wir die Legalisierung in Deutschland endlich haben. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Grünen sich mit Modellprojekten nicht abspeisen, weil das halt das Problem am Ende nicht löst. Sondern in Modellprojekten würde man ja nur feststellen, dass die völlig überrannt werden und dass es halt endlich Zeit für die Legalisierung ist. Und ich glaube, dass man sich deswegen sehr schnell und sehr konkret hoffentlich auf eine möglichst weitgehende Legalisierung, eine komplette Entkriminalisierung einigen wird und dass sich endlich in der Drogenpolitik richtig was ändert. Also ich komme eigentlich so aus so ein paar kleinen niedersächsischen Dörfern. Da ist Cannabis halt krass verbreitet, in der Schule, im Park, keine Ahnung. Wenn man es halt haben will, kriegt man es. Aber es ist halt der Scheißstoff von irgendwelchen Dealern. Ich habe lange auch an der holländischen Grenze gewohnt und mein Papa wohnt da immer noch. Und da kann man halt schon mit dem Fahrrad zum Coffeeshop rüberfahren. Und da habe ich halt immer erlebt, dass es schon krasse Vorteile hat, wenn man halt in einen Coffeeshop gehen kann und weiß, was man da kriegt und nicht irgendein Straßengras. Und das sieht man, glaube ich, auch, würde man auch in Deutschland sehen, dass das halt schon besser wäre so. Also ich habe auf jeden Fall schon mal öfter gekifft so und finde es halt, ich mache öfter Urlaub in den Niederlanden, da halt einfach viel angenehmer in einen Coffeeshop gehen zu können und zu wissen, was rauche ich und was kriege ich da. Also es gibt so ein ganz paar Grüne, die auch offen zugeben zu kiffen. Ich meine, wird ja auch viel gesoffen auf solchen Veranstaltungen, aber es sind schon relativ wenige. Eine ganz lustige Geschichte vielleicht, ein Abgeordneter aus Niedersachsen, der hat mal in einer Anhörung zum Thema Cannabis halt gesagt, ja, das Verbot ist halt völlig wirkungslos und hat dann innerhalb von einer halben Stunde in Hannover das geschafft, ohne irgendwie Leute zu kennen, einfach Gras zu kaufen und hat es halt mit in die Ausschusssitzung mitgebracht und gezeigt, dass das Verbot halt völlig gescheitert ist und auch der völlig falsche Weg ist. Und genau, da gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die da sehr offen für sind. Voll, auf jeden Fall. Also verschiedenste Sachen auf jeden Fall. Zu Hause auf Konzerten irgendwie. Großer Fan auf jeden Fall von Casper, Celo Abdi und anderen Sachen. Und wenn ich irgendwas höre, dann auf jeden Fall Deutschrap, Hip-Hop, sowas. Und Hannibal auf jeden Fall. Ja, ist auch schon ein älteres Eisen. Großer Fan aber auf jeden Fall trotzdem von Hannibal, Disaster und sowas. Ich habe euch noch was mitgebracht und zwar ist bei uns Cannabis ja immer ein großes Thema und wir haben jetzt im Wahlkampf oder auch drüber hinaus selber nochmal Longpipes produziert, bauen wir eine Welt, die Zukunft hat und genau, ich würde euch die einfach vielleicht mal hier lassen.